Was hier entsteht? Ein Musikvideo. Das junge Mostviertler Filmteam namens Filmriss holt regionale Bands vor die Kamera und lässt vielleicht damit YouTube-Wunder entstehen. Aber gerade bei Musikvideos ist halt immer die Thematik, umso ausgefallener du wirst oder je nach Drehbuch brauchst du halt immer ein gewisses Budget. Und für Bands ist das halt gerade, weil in der Gegend oder generell die Großteil der Bands in Österreich ja das nicht hauptberuflich machen, sondern das als Hobby machen und da aber so viel Arbeit einstecken, führt sich mal ein Budget. Und dann haben wir uns überlegt, wie könnte man das irgendwie auf die Reihe kriegen, dass wir da ein bisschen, ja, irgendwie schaffen, dass wir ein Budget kriegen und die Bands halt nicht dann das zahlen müssen. Und da sind wir eben auf die Idee gekommen, hey, wir könnten diese Reichweite und auch diese Fläche, was eben so eine Band hat mit ihren ganzen Groupies, Fans und bei Auftritten hin und her, dass man das einfach so kombinieren könnte, dass man eher eine Reichweite nimmt und da jetzt irgendeinen Partner sich sucht, mit dem man der praktisch das als Investor unterstützt und das auch irgendwie als Werbefläche nutzen kann. Und da sind wir eben, haben wir ein Konzept geschrieben, einen kleinen Pilotendraht und sind zur Sparkasse gegangen, sind dort eigentlich mit offenen Armen von Beginn an empfangen worden und praktisch, sie haben eh schon was gesucht in die Richtung. Und dann haben wir gesagt, ja, ihr finanziert den Bands das Musikvideo, dafür kommt sie mit dem Logo rein und ja, so ist das Ganze entstanden und funktioniert eigentlich vom ersten Tag an super. So sind wir zu diesen Projekten gekommen und die machen wir jetzt nach der Reihe. Gedreht wurde im Caffetti Club, der das perfekte Setup lieferte. Unterstützt wird dieses filmische Projekt namens One Take TV mit musikalischem Unterton von der Sparkasse Amstetten. Filmriss ist ein junges Unternehmen. Das ist im Sinne unseres Gründungsauftrags. Wir unterstützen ein junges Unternehmen. Und sie haben uns einfach überzeugt mit der Idee, mit dem Projekt. Das ist wirklich ein cooles Projekt, was sie uns vorgeschlagen haben. Und wir unterstützen solche Sachen. Also unser Gründungsauftrag sagt ja, wir unterstützen sportliche, soziale, kulturelle Vereine und wir fördern auch die Jugend und das ist uns wichtig. Junge, dynamische Unternehmen sind im Sinne unseres Gründungsauftrags. Den außergewöhnlichen Soundcheck inklusive Filmcrew durfte dieses Mal die Band D-Ram machen. Es ist bereits die dritte Episode. Gestartet wurde mit einem Christmas-Special gemeinsam mit der Jazzband Suit Up. Die Band Buffalo Bells lieferten den zweiten Take. Ich habe unheimlich viel Spaß. Ich glaube, wir alle haben viel Spaß dabei. Sie sind super professionell und ja, also alle Wünsche sind mehr oder weniger erfüllt worden unsererseits und ich habe, glaube ich, selten mehr oder weniger die Verantwortung so abgelegt und habe gesagt, ja passt, ich vertraue euch komplett und bin begeistert, total. Das Bandvideo von D-Ram wird am 1. März auf dem OneTake-TV-YouTube-Kanal veröffentlicht. Was in Episode 4 geschieht, das liegt ganz an euch. Denn jetzt seid ihr gefragt. OneTake-TV und die Sparkasse Amstetten suchen für den nächsten Take eine Band, die gerne ein eigenes Musikvideo haben will. Infos dazu liefern wir noch. Stay tuned.